Also geht es auch mit dem Lese- und Studierlicht. Der Leser und Studierer wird endlich müde und verdrießlich, weil er durch all sein Lesen und Studieren sein inneres Licht nicht zu vermehren vermochte. So wenig wie das Licht der Sonne irgend vermehrt werden kann, sondern es bleibt in seinem gleichmäßigen Verhältnisse. Im Sommer ist es stärker und im Winter schwächer. Und das immer im gleich auf- und abnehmenden Verhältnis. Also auch ist das Morgenlicht schwächer. Bis gegen den Mittag ist es im Zunehmen. Und gegen den Abend hin wird es ebenfalls schwächer. Gerade also geht es auch mit der äußeren Lese- und Studierbildung des Menschen. Wenn er anfängt zu lesen und zu studieren in einer wohlgenährten Bibliothek, so ist bei ihm der Lese- und Studiermorgen. Wenn er sich im Verlaufe von mehreren Jahren die Augen wund gelesen hat und schon der Meinung ist, Salomos Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben, dann ist bei ihm der Mittag oder auch der Sommer. Er liest dann weiter und studiert, findet aber leider nichts Neues mehr, sondern stößt auf lauter ihm schon bekannte Ideen. Dadurch wird er ermüdet, weil er fürs Erste keine neue, erquickende Nahrung mehr bekommen kann. Und fürs Zweite findet er an all den weiteren Lese- und Studierpartien durchaus keine Belege für seine eingesogenen Theorien, sondern nicht selten die gewaltigsten Widerlegungen alles dessen, was er sich mit so großem Eifer und großer Mühe zu eigen gemacht hat. Sein echt vermeintes Gold wird nicht selten zu Blei. Und wenn er dieses wenig werte Metall in sich statt des Goldes erkannt hat, da wird er bei sich grämlich und missmutig, verliert jeden Grund und steht am Ende da wie ein Wanderer auf einer Alpe, wenn ihn dichte Nebel umfangen haben. Seht, dieser Zustand ist der Abend des Menschen. Gewöhnlich sagt man, wenn beim Menschen alle Stricke gerissen sind, so kriecht er dann zu Kreuze. Was freilich besser wäre, wenn man sagen möchte, das Kreuz kriecht über ihn. Also in der Not fängt dann der Mensch an zu denken, ob an der Lehre Christi wohl etwas sei. Und dieser Gedanke gleicht diesem Texte. Und er, der Herr nämlich, kam mit den Zwölfen dahin am Abend. Denn der Herr wird hier von dem Bedrängten als der Stifter der Lehre und die Zwölfe als die Lehre selbst verstanden. Wohin kommt er denn mit den Zwölfen? In den mit Speise und Trank bereiteten Saal. Wer ist dieser Saal? Der Mensch selbst an seinem Abend. Denn er hat eine Menge Speise und Trank in sich. Aber da derjenige nicht da ist, für den solche Speise bereitet ist oder sein sollte, so stehen die Speisen so lange da, bis derjenige kommt, der die Speise segnen und dann genießen möchte. Denn ohne Konsumenten ist die Speise vergeblich und hat keinen Wert. So hat auch alle Wissenschaft und Belesenheit keinen Wert. Und der Mensch hat vergeblich seinen geistigen Speisesaal und Speisetisch damit bestellt, so derjenige nicht da ist, der diese Speise segne, dann verzehre und sie in einen den Geist belebenden Saft verkehre. Der Herr aber kommt am Abend mit den Zwölfen oder der Gründer mit seiner Lehre, geht in den Saal ein, setzt sich zu Tische, segnet und verzehrt die Speise. Weil aber die Speise naturmäßiger Art ist, so ist ihre Wirkung gleich der Wirkung jenes Abendmahls, bei dem der Herr ein wahres, lebendiges Abendmahl in den Werken der Liebe einsetzt. Daran sich dann viele Jünger ärgern und sagen, was ist das für eine harte Lehre? Wer kann das glauben und befolgen? Die Jünger entfernen sich darauf und bald wird der Verräter bezeichnet. Wer sind denn die Jünger, die sich ärgern und davongehen? Das sind die falschen Begründungen aus all dem Gelesenen und Studierten. Diese werden den Grundsätzen der Lehre Christi als Abhold entgegengehalten.
Diese werden den Grundsätzen der Lehre Christi als abhold entgegengehalten. Dann erhebt sich bald ein allgemeiner Widerspruch, welcher also lautet: Eine Lehre, die so voll von einzelnen Widersprüchen ist, kann unmöglich göttlichen Ursprungs sein. Also ist sie nur ein temporäres, seichtes Produkt wissenschaftlich ungebildeter und daher auch notwendig inkonsequenter Menschen, welche irgend in einer rohen Vorzeit auf dem Wege des Eklektizismus aus philosophischen Lehren irgendetwas mühsam zusammengestoppelt haben, um sich dadurch die arme Menschheit tribut- und zinspflichtig zu machen. Dadurch wird, wie ihr zu sagen pflegt, das Kind samt dem Bade weggeschüttet oder der Verräter wird bezeichnet, entfernt sich dann bald und tut das, als was er bezeichnet ward. Er überliefert das Lebendige dem Tode und geht dabei selbst zugrunde. Und das ist dann die auf den Abend gefolgte Nacht. Oder nun ist alles tot im Menschen. Und also komme ich im Ernste zu jedermann am Abend mit den Zwölfen, finde den Speisesaal und den Speisetisch besetzt. Aber es sind lauter naturmäßige Speisen. Verzehre ich diese auch oder billige ich sie unter der Bedingung, dass man diese Speisen in werktätige Liebesspeisen umwandeln solle und sage, dass man solches zu meinem Gedächtnisse oder in meinem Namen und nicht im eigenen der Eigenliebe, Eigenehre oder des Eigenlobes wegen tun solle. Da fangen die Jünger an, sich zu ärgern und werden mir abhold. Der Judas sitzt dann bald nackt da und es dauert gar nicht lange, dass mir auf dem Wege solchen Verrates das Todesurteil publiziert wird, bekannt gegeben wird. Daher wartet nicht ab den Abend, sondern rufet mich lieber am Morgen, da ihr noch voll kräftig und aufnahmefähig seid. Und ich werde dann zu euch kommen und werde zu euch sagen: Geht nicht zu sehr in den Strahlen der Sonne umher. Diese ermüden euch und machen euch untätig, sondern stärkt euch unter dem kühlenden Schatten des Lebensbaumes. Auf dass ihr für den ganzen Tag tatkräftig bleibet. Und werde ich dann auch am Abend zu euch kommen, so werdet ihr mich gar wohl erkennen. Und wenn ich euch fragen werde, wie ist euer Speisesaal bestellt, habt ihr etwa nichts zu essen, hungert es euch, so werdet ihr mir zwar nur einen geringen und dürftigen Speisevorrat aufzuweisen haben, aber ich werde ihn segnen und werde mich mit euch zu dem Tische setzen, an dem kein Verräter meiner hat, oder die wenigen Kenntnisse, die ihr habt, werde ich zu Zentralsonnen ausdehnen, auf dass ihr daraus des Lichtes in endloser Überfülle haben sollet.